Herzlich willkommen, Krypto-Freunde, Investoren und Newcomer. Was geht ab, Leute? Wir haben mal wieder Fragen von unseren Goldies bekommen. So, Arthur hat uns gefragt, wie geht man erfolgreich mit seinen Gewinnen um? Okay, erfolgreich geht man nicht mit seinen Gewinnen um, wenn man jetzt 200.000 bis 300.000 Euro gemacht hat, dass man losgeht und sagt, ey, ich möchte meinen Traum erfüllen, ich hole mir jetzt ein Lambo. Okay, hat man sich jetzt sein Lambo geholt. Allein das, was man an die Versicherung blechen muss, will ich gar nicht wissen. Allein das, was man an Sprit damit ausgibt, will ich gar nicht wissen. Was man an Steuern zahlt, dafür will ich gar nicht wissen. Instandhaltung. Ich meine, das ist ja nicht so, dass du, wie bei mir mit meinem Hyundai i30 N-Line habe ich, wenn ich damit einen Ölwechsel mache, dass ich da 180 bis 200 Euro zahle. Ey, geh mal mit einem Lambo Ölwechsel machen, da zahlst du wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, wie viel das ist, aber ich würde mal schätzen, locker zahlst du da zwischen 2.500 und 5.000 Euro, würde ich sagen. Kommt bestimmt hin. Allein, dass du Öl wechselst, die Reifen will ich gar nicht wissen, wie viel die da dafür kosten. Alle. Und dann sitzt du da und dein Geld wird so schnell zerschmelzen, dass du gar nicht weißt, wo links und rechts ist. Das Fahrzeug, wenn du es lang genug fährst, verliert sowas von schnell an Wert. Das ist keine gute Art, sein Geld dann zu verprasseln, statt gut zu investieren. Weil viele vergessen, wie schnell das Geld verschwinden kann, wenn man nur daran nagt, aber es einen nicht wieder irgendwas zurück in die Tasche fließen lässt. Man kann das Geld anderweitig investieren. Sammler-Rolex zum Beispiel. Wenn du dir eine Sammler-Rolex kaufst, die du jetzt nicht unbedingt jeden Tag tragen musst, oder sagen wir mal zu bestimmten Ereignissen, was weiß ich, wenn da eine Hochzeit ist und du denkst, okay, jetzt will ich mir auch mal gönnen, jetzt trage ich die auch mal, so dass das halt nicht zu abgenutzt wird. Die gewinnt an Wert. Die kaufst du heute und die kannst du in 5 Jahren für mehrere tausend Euro mehr zurückverkaufen. Gemälde, reden wenige Leute darüber. Grundstücke. Grundstücke sind begrenzt auf dieser Welt. Wir haben nicht genug Grundstücke. Bestimmte Produkte, die an Wert steigen zum Beispiel, sei es Oldtimer, die nicht abgerockt sind und abgefahren sind natürlich. Ne? Bestimmte Sammlerstücke da. Man kann bestimmte Rohstoffe auch, aber einen kleinen Teil, Gold, Silber, das bekannte Standardzeug, kann man auch ein bisschen da rein diversifizieren. Man kann sich Gemälde zum Beispiel auch holen, wenn ich das nicht gerade schon genannt hatte. Man kann sich Immobilien auch kaufen. So ein 6-Parteien-Haus zum Beispiel. Das bringt dir jeden Monat Geld wieder zurück in deine Tasche. Und solltest du dann alles verprasselt haben, weißt du halt, hey, ich habe da noch 6 Wohnungen, die bringen mir am Ende des Monats wenigstens meine 3.000 bis 4.000 Euro wieder rein und du bist abgesichert. Sollst du deinen Job verlieren, sollst du all dein Geld verlieren, dann wird dieses Investment, was du getätigt hast, am Ende des Monats Geld zurück in deine Tasche bringen. Und wenn du dann deine Sammler Rolex verkaufen musst, kannst du sie teurer verkaufen, als du sie gekauft hast. Gut, Gold ist einfach nur, Gold und Silber sind die muss man langfristig halten, die sind Wertespeicher. Was Bitcoin irgendwann eventuell auch werden kann, wenn alle sie anfangen zu halten und nicht zu verkaufen und zu traden. Und ja, das ist eine wesentlich intelligentere Art, sein Geld zu investieren, statt es einfach zu verprasseln. Weil du musst immer überlegen, wie gebe ich mein Geld, was ich gemacht habe, oder wie investiere ich das Geld wieder, dass das Geld zurück in meine Tasche fließt. Durch einen Lambo, den du dir kaufst, den du 10.000 Kilometer fährst, das war's. Das Ding verliert locker mehrere Zehntausende an Wert. Und geht da nichts mehr zurück in deine Tasche. Und natürlich, das, was wir auch machen werden, wird wahrscheinlich 80% wieder zurück in Kryptos gehen im Bärenmarkt. Wir werden uns das jetzt nicht komplett auscashen und sagen, ach geil, ey, wir sind jetzt so krass, wir haben jetzt so viel. Nein, weil wir ganz genau wissen, dass der nächste Bullrun, der kommen wird, wahrscheinlich der gigantischste Bullrun sein wird, den wir sehen werden, weil der auch Adoption getrieben schön durch die Decke gehen wird, meines Erachtens nach. Aber gucken wir mal.